Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter, auf jeden Fall, mit Safronia City. Und ja, vorab wollte ich euch noch eine kleine Entwicklung zeigen. Ich habe mir tatsächlich als Offscreen einen Mondberg noch einen Mondstein besorgt und habe endlich mal Nidorino zu Nidoking entwickelt. Und damit herzlich willkommen im Team. Und das wollte ich euch kurz noch zeigen. Er will Fuchtler schon lernen. Oh, nicht schlecht. Fuchtler, keine so schlechte Attacke tatsächlich. Da kann er nämlich die Flügel mit Hornbohrer rausnehmen. So. Ach, Hornattacke, Entschuldigung. So, wir machen heute weiter mit Safronia City und dem Kampf-Dojo. So, wir gehen ins Team, holen uns unser Dings nach vorne. Unser Zubat. Wir wollen ja, wie gesagt, heute ja keinen offiziellen Orden holen, aber zumindest eine Arena betreten. Nämlich eine Kampfarena. Wir kriegen am Ende was ganz Cooles. Das heißt, aber das werde ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Das kann natürlich noch einen Moment dauern. Ich werde ein bisschen Kurzfolgen heute machen. Nein, ich brauche kein weiteres. So, ich hatte mir das nämlich eingesetzt, um im Mondberg Pokémon zu farmen. Bis ich Pokémon links gehen. Und in Ruhe. Den nach dem Mondstein zu suchen. So rum ist es eigentlich richtig. So, dieses Gebäude können wir noch nicht rein, aber eigentlich steht da gerade Team Rocket. Warum stehen die denn davor? Also das ist doch die Höhe. Das ist gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Da hör mal, wir gehen doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Aua. Aua. Jesse, warte auf mich. So, wir können natürlich noch nicht rein. Also wollen noch nicht rein. So ist es eigentlich richtig. So, dann gehen wir mal kurz in den Pokémon Fanclub. Weil der war ja auch noch, der bietet bestimmt auch noch was Cooles. Früher gab es ja hier die Team 29 Psychokinese. Ich weiß noch nicht, ob es die tatsächlich hier immer noch gibt. Oder eher nicht. So, warte mal, was haben wir hier? Bruno von Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kampfattacke sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste ganz Kanto. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich glaube zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Ja, Sprung treffen wir auch noch. Ich liebe die Top 4. Okay, zum Beispiel, warum ist der Arena von Urania City? Ich bin sein größter Fan. Weißt du, was so ein Autogramm von ihm? Da bin ich ja grün von heute. Ja, habe ich. Sag dir eins: Lorelei von der Top 4 ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihre Gegner mit ihrem eisigen Blick einfrieren könnte. Ja, auf Lorelei sind wir ja schon getroffen. Bevor wir in den Felsdunnel gingen. Offenbar ist der Arena-Leiter von Vetania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Das macht mich total verrückt. Ich muss es unbedingt wissen. Ich weiß, wer es ist. Aber ich werde es natürlich noch nicht anmerken. Das kann alles sehr schnell... kann ja... Oder das decken, sagen wir mal so, das decken wir nachher. Das decken wir bei Zeiten auf, wer es ist. Ich möchte natürlich noch gar nichts sagen. Machen wir hier. Dieses Gesindel von Team Rocket. Egal, wie viele von ihnen wir auch Dinge festmachen. Es nimmt einfach kein Ende. Ja, das ist Team Rocket halt, ne? Haben wir hier eine Kapsel mit X Spezialverteidigung. Okay, in die offizielle Arena kommen wir eh noch nicht rein. Das heißt, wir machen uns erstmal auf in diese Arena. Also ganz schön frech von dir, dich einfach so in unser Kampf-Dojo einzuschleichen. Ja! So. Dann geht er mit einem Rasaf in die Runde. Cool, wir gehen mit Flügel. Oh, er geht mit erstmal mit der Kratzfuhr ran. Ja, schade. Aber der Spukball hinterher, auch wenn er dann jetzt nochmal eine Kratzfuhr geht. Frag mich, mit welchen Fingernägeln er das macht. So nebenbei. Naja, wie gesagt, der Flugball.
sollte eigentlich es killen. Das tut es auch. Und tschüss, Rasa. 492 Erfahrungspunkte für unser Team. Leider kein Level up. So, es tut so gut, denn ich wollte das Nidoking im Team zu haben. Also meine Fäuste kennen keine Angst. Nichts ist ihnen zu hart. Ich übe mich täglich daran, Felsen mit bloßer Hand zu zerschmettern. Hi-ja! Ja. Oh Mensch, ich muss mal kurz gucken, damit ich weiß, wie lange die Folgen so sind. Okay. Okay. Perfekt. Er kommt mit einem Pokémon, womit ich jetzt gar nicht gerechnet hatte, mit einem Girock. Ich hätte das in der Kampfarena tatsächlich nicht erwartet. Also, ja gut, aber okay. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes probieren. Die Spezialverteidigung niedrig genug ist, nein, tut sie nicht. Damit habe ich jetzt natürlich nie gerechnet. Ja, ich hoffe, dass ich um eins rumkomme. So, verwirren wir das Viech mal. Natürlich, es klappt nicht. Ich hatte gehofft, dass es sich selber schlägt und dann im nächsten Zug down geht, aber gegen den zweiten Steinhagel kann unser Golbat nichts, aber auch nichts anrichten. Na gut, dann gehen wir mit dieser Flora mal drauf. Und du gehst mit einem Rasierblatt. Das müsste eigentlich das Ende schon sein für Girock. Und es hat keine Stich gegen unser Pflanzen-Pokémon. Das war natürlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich mich jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Dann müssen wir nochmal in unsere Medizintasche einen Beleber holen. Wir müssen dringend einen Beleber kaufen. Schreibt es bitte in die Kommentare, dass wir das auf jeden Fall demnächst noch machen. So. Und dann bleiben wir dabei. Unser Golbat ist wieder fit. Bis wir aber gegen den Karate-Meister antreten dürfen, haben wir noch zwei seiner Schützlinge. Du scheinst sehr gut zu sein. Zeig mir, was du kannst und halte dich am bloß nicht zurück. Hi-ja! Ich hoffe, da eine Art Schlachtruf zu sein. Na gut, Schwarzgurt, Satoru. Nee, Satoru mit einem Quapuzzi. Auch ein Quapuzzi rechne ich damit mit einem Quapuzzi rechne ich hier nicht. Das rechne ich eher mit einem Quapo. Aber dieses Spiel überrascht mich teilweise immer mal wieder aufs Neue. Heute kümmern wir uns ins Dojo. In der nächsten Folge starten wir zumindest mit dem Zip-Scope-Gebäude. Das ist so meine Vermutung. Au, das wird nass. Aber es war gut jetzt aber hier. So, und noch ein drauf. Und er bleibt wieder auch bei seiner Attacke, bei seinem Luftstrahl. Noch nicht, um weitere Level abzukriegen. Das ist schade. Ah ja, genau, der zweite noch. Ha ja, stopp! Zieh deine Schuhe aus! Ja, oh mein Gott. Alles gut. Rast aus, Dicker. Noboru! Mit endlich mal wieder einem Kampf-Pokémon, nämlich Mashok. Na gut, ich glaube, in dem Original gibt es tatsächlich nur Linky, Rasaf, Mashok und Macholo. Der Boss hat noch zwei Pokémon davon, wo wir uns dann nachher eins aussuchen dürfen. Natürlich wissen viele, die Pokémon kennen, welches Pokémon das sei. Welche Pokémon und zwei, wer steht. Ich guck mal gleich mehr rein. Ich habe mir schon eine Vermutung, welches Pokémon ich nehme. Also, es wird aber kein Teammitglied werden. Es wird eh nur einfach random ins. Ne? So. Und dieser Schwarzgurt. Ich glaube, der hat einen Quapo. Willkommen im Kampfdojo. Ich bin der Karate-Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Hiya! Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst ja sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Hiya! Uiuiui, rast du aus, Digga. Ich vermute, dass er einen Quapo besitzt. Das war klar. Irgendwie war das sowas unklar. Quapo will ich auch tatsächlich gerne. Ich hab noch ein Wasser. Ich kann sogar umbauen. Dann habe ich die zwei Flug-Pokémon. Dann nehme ich mir nämlich das Quapo ins Team, wenn ich einen Quapsel finde.
So. Aber jetzt erstmal angenehm auf dieses Quapo Level 34. Es geht mit Bunny Slam drauf. Das wird Schmerzerfährten für unser Golbat. Aber es überlebt. Wir noch 23 Erfahrung mit 23 Rest. Der Flügelschlag killt dieses Quapo nicht. Und wenn wir jetzt Glück haben und es überleben. Na, natürlich nicht. Golbat verreckt wieder mal. Das zweite Mal in dieser Folge. Aber es wäre ja nicht unser Novi. Ja, ich glaube, ich werde wahrscheinlich einen Move machen. Ich muss mal so, wie gesagt, noch einen Quapsel fangen. Oder einen Quapuzzi. Ich muss mal gucken, wo es dieses Pokémon überhaupt gibt. Eieiei, das Quapo wird klar getroffen bei dem Rasierblatt. Und damit ausgeschaltet. Und Level 36 für Novi. Das Level eigentlich, wo sich alle Starter-Pokémon entwickeln, nämlich auf Level 36. Novi ist das Einzige, was sich auf Level 32 entwickelt. So. Gut, damit haben wir es. Und Level 32 auch für Rubs und für Nidoking. Sehr schön. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, es im Leben unseres Kampfdojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eines meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. So, wir dürfen uns das aussuchen. Einmal das Pokémon Kikli, ein drittstarkes Pokémon. Und einmal Nocturne, das mit der Pokémon, das seine Fäuste übersprechend ist. Bitte, du darfst doch völlig frei wählen. Und da wir sowieso kein System nehmen werden, werde ich mehr Kikli nehmen. Ja, bitte. Ich will wieder entwickeln sich für Nocturne, weil Nocturne ein anderes, geileres, gutes Moveset hat, weil Kikli nur ein reines Kampf-Moveset hat. Und Nocturne mit Donnerhieb, Eishieb und Feuerschlag drei ihm fremde Attacken oder Typenattacken einsetzen. Kann. So, wir kriegen natürlich den Eintrag für Kikli. Aber wieso dieses Pokémon wandert auf der... Jetzt würde ich gierig werden. Schade. Aber ich finde es einen Eintrag hätte mit ihm. Gut, wir sind durch mit dem Kampf-Jojo. Und dann gehen wir jetzt ins Pokémon-Center, würde ich sagen. Wir haben nämlich so nicht mehr viel zu tun hier. Also, sonst... Ja, klar. Ah ja, genau. Ich wollte noch was machen. Ich wollte noch Leber kaufen gehen, bevor wir ins Pokémon-Center gehen. Schön, die Folge noch ein bisschen in die Länge ziehen. So, wen haben wir denn noch? Kaufe Beleber. Hast du Beleber für mich? Ja, Beleber. Kauf ihn, kauf ihn, kauf ihn. Beleber, Beleber. 25 Stück, gib ihm. Brauchen sonst nichts. So. Und Hyperstrank. Ja, für den Rest des Geldes holen wir uns Hypertränke ohne Ende. Ganze 14 Stück. Passt perfekt. Wunderbar. Gut. Dann haben wir das soweit auch durch. Und ich mach mich mal ins nahegelegene Pokémon-Center auf. Aber eigentlich weiß ich, dass wir hier eine Attacke bekommen. Nämlich Psychokinese. Also ich weiß, dass es in der Originaledition so ist. Ich glaube, weiß aber nicht, wie es in den im Remake so ist. Dieser Typ hier, normalerweise gibt es Psychokinese. Warte, sag dich, ich weiß, was du suchst. Sieh, ist doch nicht vor mir. Du willst das hier, stimmt? Hier ist es nämlich nicht dem 40 und nicht dem 29. Aber den Effekt hat es auch. Wir haben uns die TM für Psychokinese gekrallt. Die gibt es ja halt immer in Safronia City. Gehört irgendwie auch zu Pokémon ein bisschen. Aber wir haben noch kein Psycho-Pokémon. Und ich würde mir gerne, wie gesagt, den Tausch machen zwischen Garados und Quapsel. Also Quapo. Dann wenn ich habe noch einen Wasserstein irgendwo. Ansonsten können wir uns auch noch schnell einen kaufen. Ich glaube, ich habe einen noch irgendwo liegen. Auf dem. Den haben wir nämlich nicht zwei Flug-Pokémon, weil Garados und Golbat sind jeweils ja Flug-Pokémon-Typen. Also haben zumindest den. Bei Golbat ist es der Haupttyp und bei Garados ist es der Zweityp. Warte mal, kann ich das im Pokédex nachgucken, wo es den Quapsel geht? Ansonsten muss ich was Handy nachgucken. Ich habe sie alle drei ja schon gesehen. Ich brauche aber das dritte. Habitat, da gibt es das Pokémon. Wir sind hier. Und Quapsel gibt es hier. Hier. Und Azur ist die. Ja, natürlich. Durch diese blöde Angel, ne? Mit der Super Angel wahrscheinlich.
Jetzt muss ich mal wissen, oder muss ich mal gucken tatsächlich, wo ist die Super angelegt, weil dann kann ich den Moves, das kann ich dann heute nochmal die umstellen. Also nicht heute Morgen wahrscheinlich. So. Das brauche ich nicht mehr. Super Angel. Pokémon Let's Go Pikachu, da ist es. Warum keine Angel? Berg ist wieder ran, sicher. Wo kann du gehen? Pokémon spielt andere aus. Alter Angel, super Angel, Profi Angel, also normal Angel. Was im Übrigen alle Hasen davon aus, dass deine Angel Pokémon jetzt Kopie hat. Und eben, die gibt diese Ausnahme, ist logisch, dass hier mehr und weniger um ein TD-Remake der Original-Game-Spieler handelt. Okay. Allerdings müssen wir bei einem Videospiel, wo der ATL. So, vorhin auch wie bei der Leiterbuch. Ich habe die Angel nicht einfach gelöscht, wie man würde sie an einer neuen Mechanik ersetzen, mit der ihr so viel aquatischen Taschen mal zu einkassieren. Dann dazu im nächsten Punkt. Okay, dann muss ich noch. Okay, dann weiß ich das Bescheid, wo es Pokémon gibt. Das heißt, wir müssen noch ein Weilchen warten. Auf jeden Fall, bis es, bis wir tatsächlich das Team umbauen können. Schade, also es gibt keine Angel im Spiel. Das habe ich tatsächlich jetzt auch erfahren. Die Angel, ja gut, die war, weil halt die Zufalls-Pokémon, also diese Begegnung, Zufallsbegegnung mit dem Pokémon abgeschafft wurde. Man sieht ja jetzt alle Pokémon. Nein, wenn man die VM-Surfer, also quasi die VM-Surfer, hier heißt ja nämlich Wellenritt, die geheime Technik, haben, können wir über Wasser surfen und da können wir uns dann irgendwo einen Quapsel organisieren. So, das mal so nebenbei gerade. Gut, dann bin ich jetzt durch, soweit. Also was dann das Wort ist. Weil ich bin müde. Nein, aber ich beende natürlich noch kein Let's Play. So, wir haben das Team schon umgebracht. Haben wir das Team schon geheilt oder müssen wir jetzt nochmal irgendwie. Dann ist die Folge tatsächlich länger als ich dachte. So. Okay. Gut. Dann mache ich hier mal Feierabend. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und dann begeben wir uns. Wenn ich ehrlich bin, ja, doch. In dieses ominöse Gebäude, wo uns in der letzten Folge oder dieser Folge tatsächlich Jesse und James begegnen sind. Ich gehe mal kurz dahin schon mal, weil wenn ich ehrlich bin, weil, ja, will ich ja so ein bisschen, ich will das ja heute machen, auf jeden Fall, zumindest den Anfang. Komplett, wenn wir es nicht machen, weil so viele Trainer da drin sind. Das dauert halt alles eine Weile. Gut, wir würden dann aber in der nächsten Folge fahren. Ich verabschiede mich, wir sehen uns wieder und tschüss.